Hallo Leute und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Sorry, dass es jetzt erst gerade wieder weitergeht. Ich habe im Moment sehr viel im Kopf. Sagen wir es mal so. Und zwar so viel im Kopf, dass ich mich ganz schwer konzentrieren kann im Moment. Ich hoffe, ihr vergebt mir das, aber ich dachte, ich nehme mal wieder eine Runde auf. Hatte gerade irgendwie Lust dazu. Wir haben hier auch schon wieder das nächste Dokument und das hören wir uns mal an. Es ist der erste Winter seit der Mongolen-Invasion. Höchstens jeder dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste, durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Felle, um unsere Kinder zu wärmen, oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns. Nur an uns. Erster Winter, die Tage danach. Die Überlebenden der mongolischen Belagerung kämpften ohne die Infrastruktur ihrer Stadt ums Überleben. So, und damit geht es dann auch schon weiter. Und irgendwie habe ich mal nachgeguckt, ob wir überhaupt noch Gräber haben, aber ich blicke nicht so ganz durch. Wir können jetzt mal zum nächsten Dokument cruisen. Und wir haben hier auch noch eine neue Mission, die wir machen müssten. Die mache ich dann auch noch mit euch zusammen. Ich war auch zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Part gesagt hatte, da war ich auch schon wieder bei der... Ach, guck mal, hier ist noch ein Dokument. Müssen wir denn da hin? Müssen wir zur Krankenstation, müssen wir dann nochmal? Müssen wir da echt zur Krankenstation oder müssen wir woanders hin? Ich glaube, es ist sogar besser, wenn man zur Kammlinie geht, oder? Da ist sowieso noch was einzusammeln. Wo sind wir? Da. Können wir nicht irgendwie schnell hier irgendwie zu irgendeinem Lager huschen? Da zum Beispiel hin? So? Da? Da. Okay, das geht nicht. Dann vielleicht dahin. Wieder zurück. Genau, was wollte ich sagen? Da war ich bei dieser Frau und habe nochmal ein paar Münzen geholt gehabt, die bei der man... die Belohnung holt für die Gräber. Und dann habe ich Münzen geschenkt bekommen. Also auch ganz automatisch, weil ich einfach nur auch in der Nähe war. Also ich wollte das eigentlich mit euch zusammen machen. Aber ich war in der Nähe und dann habe ich das bekommen. So war das. So war das. So. Wir haben keine Fähigkeiten. Wir sind nicht gut genug gerade. Und wir werden jetzt... Wo wollte ich hin? Wollte irgendwo hier oben hin, ne? Wollte zur Kammlinie. Da wollen wir hin. So, da sind wir auch schon. Bei der Kammlinie. Ach ja, hier. Das kennen wir auch noch. Okay, das ist jetzt... Komm, das ist jetzt so nah dran. Das hole ich mir jetzt auch nochmal mit euch zusammen. Eigentlich würde ich sowas jetzt alleine einsammeln, aber das ist jetzt echt nah dran, oder? Kann man. Oh, das ist jetzt aber da unten. Das ist natürlich irgendwie unpraktisch. Ach, guck mal, da liegt auch noch was. Da. Hab ich's schon. Dims, bedims. Sehr schön. Das war das eine, aber das Überlebensversteck ist das andere, ne? Wo ist denn das? Warum ist denn das da? Das finde ich sehr doof. Kann ich da hin? Hallo? Da kann man wirklich hin. Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Hä? Müsste ich jetzt nicht voll in der Nähe davon sein? Ja, müsste ich. Aber es ist irgendwie noch nicht anvisiert. Weil es weggegangen ist. Weil das Spiel schon wieder ruckelt. So, da. Hol es dir. Sehr schön. Ist das nicht toll? So, das haben wir auch schon eingesammelt. Und jetzt ist da noch ein Dokument. Das müssen wir jetzt erstmal wieder erreichen. Ist ein bisschen wieder woanders. Müssen wir dafür runter? Ich glaube ja. Dann renn mal den Berg rauf, Lara. Damit wir dann wieder runter können, oder? Oder? Ich glaube, wir müssen... Dann müssen wir da runter. Auf die andere... Jens. Machen wir mal. Wehe, du schlitterst weg. Genau. Ist es denn? Da ist es schon. Lauf! Hol es dir! Da oben liegt es schon. Das nächste Dokument.
das wir noch nicht haben. Ja, toll. Komm, hoch. Oh Mann, das wird ja wohl jetzt gehen. Nicht so. So. Du kannst das doch, normalerweise. Ja, also. Muss nur die richtige Stelle sein. Es ist eine Frau im Tal aufgetaucht, die weder zu uns noch zu ihnen gehört. Ich habe sie in der Nacht gesehen, in der Ilais starb. Sie kämpfte gegen die Männer, die uns verfolgten. Unsere Späher haben meinen Vater und diese Frau gemeinsam gesehen, in Freiheit. Niemand weiß, was sie will oder ob wir ihr trauen können, aber wenn sie meinen Vater zurückbringt, hat Gott uns vielleicht noch nicht verlassen. Sie haben mich beobachtet. Sie wussten nicht, ob sie mir trauen können. Ich hoffe, ich konnte sie davon überzeugen. Der Besucher, Tagebuch des Widerstands. War das? Ja, ja, schön, ne? So, und jetzt dann noch das Überlebensversteck, weil wir ja schon mal hier in der Nähe wieder sind. Guck mal, das ist direkt hier um die Ecke. Kann man sich auch noch mal holen. Das auch. Ein bisschen Holz und so. Rupfen. Na. Ist jetzt hier noch irgendwas Tolles? Nee, hier ist... Das hatten wir alles schon. Basislager Düdelde. Da ist... Ah, ich habe hier immer noch nicht alle... Ja, die Herausforderung mache ich ja noch. Habe ich ja schon mehrmals jetzt gesagt. Mache ich noch alles? Wolf im Hühnerpelz. Wäre natürlich auch lustig, das gemeinsam zu erleben. Ich guck mal, wo wir jetzt gleich das nächste finden. Ich brauche ja sowieso Zeit wegen dem Ladebildschirm immer. Mach mal einen Cut und stell mich vor das nächste Dokument, was uns noch fehlt. Bis gleich! So, da sind wir wieder beim nächsten Dokument, glaube ich. Ja, und sind im überfluteten Archiv. Das hat jetzt voll lange gedauert, bis ich den Weg hier hinten gefunden habe, aber da sind wir. Wir haben die Tore verriegelt, um sie am Eindringen zu hindern. Die Reiter kommen und ich muss die Menschen beschützen. Mütter mit Kindern. Alte Männer wie mich. Alle, die nicht kämpfen können. Wir haben ausreichend Nahrung und Wasser, um uns für die Dauer des Angriffs am Leben zu halten. Sollten die Atanatoi fallen und es zu einer Belagerung kommen, werden wir hier sterben. Für diesen Fall habe ich genügend Tollkirsche, um die Kleinsten sicher hinüberzugeleiten. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sicherer Weg, Stimme der Invasion. Ein alter Mann wollte seine Nachbarn schützen, als er sich für das Schlimmste wappnete. Das war wieder das nächste Dokument. Ich glaube, damit haben wir auch diesen Bereich abgeklappert. Da gibt's schon wieder den nächsten Cut, Leute. Bis gleich. Oh, nee, halt, stopp. Es gibt hier auch noch einen kleinen Monolithen. Jihi, den nehmen wir auch noch mit. Mal sehen, wenn diese Markierung auf den Nordstern deutet und diese auf die Gipfel, dann kriege ich voll die Münzverstecke jetzt raus, die hier gar nicht mehr wirklich sind. Oh, da ist auch noch was. Was ist denn das? Ah, ein Wandgemälde. Okay. Ja, die zwei Sachen hole ich mir jetzt vielleicht noch, aber ich glaube, sonst haben wir echt viel abgekloppert, wie es scheint. Also ich sehe jetzt hier nicht irgendwie voll viele Münzverstecke noch mit dem tollen Monolithen. Aber gefunden ist gefunden. Bis gleich. Spannend geht es an dieser Stelle weiter. Wir sind jetzt gerade im überfluteten Archiv. Sind wir im überfluteten Archiv? Sind wir im überfluteten Archiv? Sind Kammer der Aufzeichnungen. Und hier ist ein Dokument, da bin ich mal hingeschwungen. Und irgendwie sind hier sogar auch wieder Gegner. Wurde schon Feindkontakt gesichtet. Als die Ritter des Trinity-Ordens von der Wiederauferstehung des Propheten erfuhren, griffen sie erneut an. Aber wir waren mit wahrem Glauben bewaffnet. Sie erwarteten ein Gemetzel an hilflosen Flüchtlingen, sahen sich stattdessen aber eine Armee aus Männern und Frauen gegenüber, die sich wehren würden. Viele starben, aber letztendlich trugen wir den Sieg davon. Wir flohen und ließen das Grab und das Reich hinter uns. Wir zogen monatelang über die Hochebenen und in die eisigen Lande hinter den Grenzen des Reiches. Der Weg war mühsam. Und viele begannen, am Propheten zu zweifeln. Es beschämt mich, dass auch ich es tat. Ich hoffe, er kann mir vergeben. Denn bei Tagesanbruch sahen wir die Wahrheit. Er hat uns in ein Paradies auf Erden gebracht, wo wir neu beginnen können. Gott segne den Propheten, denn er hat uns gerettet. Ja, der Exodus, der Apostel. Der Apostel des Propheten war bei ihm, den ganzen Weg von Syrien bis hierher. Die Loyalität seiner Anhänger war unerschütterlich.
Und damit haben wir auch dieses Dokument an dieser Stelle geholt. Wo sind die eigentlich jetzt alle? Na egal, wenn sie kommen, werde ich sie töten. Und wir sehen uns gleich wieder. Schon wieder, tut mir leid, aber wir sammeln die letzten Dokumente ein. Bis dann. Willkommen zurück. Da sind wir an einem neuen Ort. Ich weiß gar nicht, welches Lager ich genommen hatte. Das hier, glaube ich, ja. Zitadellenplatz, hier befinden wir uns gerade. Übrigens, so ist irgendwie die Großsicht. Hier sind wir gerade sogar relativ in der Nähe von unserem letzten Ziel. Wir haben hier ein Dokument und sogar noch eine Krypta in der Nähe. Und ich glaube, wenn wir hier reingehen, dann finden wir sogar noch ein Dokument. Also schnappen wir uns, was wir kriegen können. Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug, als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark, aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Verzweifelter Kampf. Er konnte einen der Unsterblichen töten, aber es hätte ihn fast umgebracht. Ja, hier haben wir auch noch Pfeile, aber wir haben noch genug. Visieren wir doch einfach mal den Krypta-Eingang an. Der müsste ja hier irgendwie direkt hinter mir irgendwie in der Nähe sein. Da, da, unten. Alles klar, dann gehen wir da mal hin. Da? Wo denn? Ist das hier drinne oder bin ich da irgendwie... Ist das... Das müsste unter uns dann sein, ne? Ja. Sicher? Kommt mich denn da hin? Nicht, dass ich jetzt doch hier hoch soll. Hm. Oder vielleicht auch lieber die Seite nehmen? Nehmen wir die Seite. Vielleicht da unten irgendwo? Kann man da ja hinschwimmen? Schwimmen? Ah. Na, das sieht doch mal interessant aus. Ein Bereich, den wir auch noch nicht hatten. Jawohl. Okay. Jetzt brauchen wir nicht. Ah, da haben wir noch ein bisschen was zum Lernen. Valentinus, der Zeitmesser. Griechisch verbessert. Danke, Lara. Ja, dann wollen wir da mal durch. Ich habe übrigens das Expeditionsoutfit angezogen, aber das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt. Ah, da ist ja das Dokument. Als die Stadt erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen, ein Mann namens Valentinus, hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesh unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Valentinus, der Zeitmesser, Krypta der Gründer. Kitesh war auch die Heimat von Künstlern und Philosophen. Wer weiß, was daraus hätte werden können? Tja, wer weiß. Vorne ist noch so ein bisschen Erz. Genau, die brauchen wir nicht, die Pilze. Da waren wir noch nicht. Kann ich einfach runter? Ich glaube schon, ne? Passt schon. Geht's denn jetzt mal lang? Ich glaube, da ist die Krypta richtig. Ja, ich will aber auch nichts übersehen. Weil hier ist zum Beispiel noch ein Wandgemälde und... Ne, das Dokument hatten wir schon. Das Wandgemälde hatten wir auch so. Na dann schwimmen wir. Hin zu unserer neuen Fähigkeit.
Das ist immer schön. Karte aktualisiert. Interessantes entdeckt. Jawohl. Ja gut. Und Münzen. Ha. Noch mehr Money. Noch mehr Money. Sogar hier noch. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Da kommt man ja schon fast so ran. So ein dickes Loch war da drinne. Abenteurerköcher. Neue Ausrüstung verdient. 4600 Credits haben wir jetzt insgesamt. Die ich natürlich auch immer wieder ausgebe. Für irgendwelche Karten, wo ich keine Ahnung habe, ob das überhaupt immer funktioniert oder nicht. Naja. Haben wir jetzt hier alles oder wie? Ich glaube schon, ne? Da wäre dann das nächste Überlebensversteck. Jetzt ist natürlich die Frage, was finde ich überhaupt noch interessant ist. Ich glaube, wir haben jetzt echt schon viel abgeklappert. Hier ist unser Haupteinsatzziel. Ich werde jetzt nochmal zu der Mission zurückkehren. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Karte die war. Man sieht ja, wenn ich jetzt hier so über die Karte gehe, wie viel wir schon geschafft haben. Hier und da noch ein Überlebensversteck und so, aber so richtig. Genau, hier möchte ich hin. Deswegen gehe ich jetzt zu diesem Ruinenlager nochmal. Dann machen wir nochmal die Mission und vielleicht geht es dann im nächsten Part ins Finale oder vielleicht noch in diesem, ich weiß gar nicht. Gucken wir mal. Ich glaube, ich werde in diesem Part eher die Mission noch beenden. Bis gleich. Willkommen zurück im Ruinenlager. Hier in der Nähe ist die Mission. Da wird sie auch schon angezeigt. Grün und leuchtend. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und dann werden wir auch nochmal uns münzmäßig nochmal da, würde ich sagen, zum Funkturm begeben. Um jetzt nochmal die letzten Waffen und so zu holen. War, darauf haben wir jetzt auch ordentlich hingeackert mit dem ganzen Münzeinsammeln. Ich ja auch nochmal offline immer. Bis man immer an diesen ganzen Orten ist, wo das alles überhaupt geht. Das, mit den Münzen meine ich, die Verstecke finden. Das ist schon Arbeit. So. Willkommen zurück. Genau. Sie waren also in einigen der alten Geheimen. Ja. War ich. Sie hatten recht. Diese Gräber bergen kostbare Geheimnisse. Unglaublich. Wir haben so viel verloren. Aber wir finden es wieder. Hier. Wir brauchen keine Münzen mehr. Ein geringer Preis für dieses Wissen. Ich finde schon eine Verwendung. Yeah! Credits und irgendwas bekommen? Ein Outfit? Irgendjemand von euch hatte auch gesagt, wenn man alle Gräber und so hat, dann kriegt man was. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Quatsch, das wollte ich ja gar nicht. Ich muss ja erstmal zu einem Lager dann wieder. Das heißt, wir haben das ja hier erledigt jetzt. Das wollte ich aber gar nicht. Gab es nicht noch eine andere Mission? Ich dachte, das gäbe noch eine. Noch irgendeine. Nö, dann habe ich mich wohl getäuscht. Egal, ich meine, das war jetzt auch super. Gut, dann gehen wir mal eben wieder zum Ruinenlager zurück. Dann, ja, genau. Mach mal so. Da freut sie sich, wir haben alles erledigt. Hat ja auch lange genug gedauert. Jetzt will ich wissen, was wir bekommen haben. Ne? So. Komm. Habe ich einen Fähigkeitspunkt, habe ich, glaube ich, auch bekommen, ne? Hier haben wir Waffen-Upgrade. Ach, das ist ja immer schwierig. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich am Ende, wenn ich das jetzt alles so mache, wesentlich mehr Fähigkeitspunkte bekomme. Aber nein, es sollte nicht sein. Voidhammer. Kipplaufflinte mit legendärer Stoppwirkung kann nur von denen benutzt werden, die würdig sind. Wir sind würdig. Cool. So, Schrotflinten, Zylinder, was? Verengt die Schussstreuwarte ähnlich wie bei Schrotflintenkugeln. Updates verfügbar. Na dann, machen wir mal hier maßgefertigte Auslöser. Zusätzliche Auslöserempfindlichkeit erlaubt leichteres und schnelleres Feuern anwendbar bei Schrotflinten, bla bla. Jawohl. Also wenn ich es noch hinbekomme, also ich hätte eigentlich, ich hätte gerne die Waffen. Ich hätte wenigstens eine Waffe gerne auf 100% hinbekommen. In diesem Let's Play, aber das habe ich nicht geschafft. Aber trotzdem sind viele Waffen hier auch sehr, sehr weit. Mal hier fehlt auch zum Beispiel eigentlich nur der Griff mit Schlaufe. Was fehlt mir da? Ich habe keine im Inventar, diese komischen Schrauben oder was? Aha. So, und jetzt haben wir hier irgendwas. Oder nicht? Oder doch? Antike Vorhaut. Nachtschatten. Sibirischer Waldhüter. Also das kann ich nicht anziehen. Das kann ich... Verbliebenenjacke von Jacob. Das kennen wir doch schon. Kampferprobt. Kennen wir doch auch, oder? Geistweber. Sterblicher Wächter, antike Vorhut, raus, graues, Whiteout, Expeditionsjacke. Nicht doof? Jägerin. Nicht doof? Lederjacke.
Doch, das ist unser erstes Outfit. Das kennen wir eigentlich auch schon. Das ist so dieses Standard-Ding. Das ist schon voll lange her, dass ich es so gesehen habe, oder? Oder? Ja. Das ganz, ganz am Anfang hatten wir das. Jägerin, Sperber. Da. Sacra Umbra. Dicke Ketten und schwarze Plattenrüstung. Relikt aus dunkleren Zeiten. Ach so, Outfit-Bonus. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit... Ja, jetzt sind wir hier. Lara. Mittelalter. Jeanne d'Arc. Aber cool, oder? So mit so einer Metallrüstung. Ich finde das ganz cool eigentlich. So, wir machen den Kämpfer mal besser. Wir sind ja hier ja, fast fertig, ne? Landung nach Sprüngen und Stürzen ist immer leise und verursacht keine für Feinde hörbaren Geräusche. Eigentlich nur noch einer! Nur noch einer geräuschloser Killer und dann hätte ich's. Mann, wenn ich noch einen Fähigkeitspunkt bekomme, dann machen wir das natürlich. Das ist natürlich echt geil. Nur noch einer. Da sind wir kurz davor vom Kämpfer. Sehr, sehr schön. So, was wollte ich jetzt? Jetzt gehen wir mal ganz schnell noch zum Funkturm. Wo ist denn der? Ich weiß immer nicht, wo die alle sind, diese Sachen. Ach doch, das sieht man ja immer. Stimmt, wir haben ja hier Funkturm. Gehen wir mal hin. So, da sind wir in der Sowjetanlage, unserem Lieblingsort. Gehen wir doch mal rein zu ihm hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt mit unserem Jeanne d'Arc Outfit, ob wir genug Münzen auch eingesammelt haben. Ich habe das jetzt gar nicht gecheckt, ob wir Münzen... Also, klar. Können wir jetzt beide? Können wir? Also eins auf jeden Fall, wir können beide. Oder nur eins? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss ich mich mal erstmal entscheiden. Militärgewehr, militärisches, taktisches Spezialeinheitengewehr mit hoher Schussfrequenz oder taktische Schrotflinte, Bereitschaftspolizei, Schrotflinte mit hoher Kapazität zur Bekämpfung größerer Gruppen. Ist natürlich auch schön. Oder halt hohe Schussfrequenz. Ist schwierig. Ich bin ja mehr so der, weiß ich nicht. Ich glaube, die Schrotflinte, also ich finde es cool, weil, also ich glaube, das Ding hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft, könnte ich mir vorstellen, aber irgendwie habe ich trotzdem Bock aufs Militärgewehr. So, das nehmen wir jetzt mal. Ja, entspringe jetzt mal. Ach, ich soll halten. Wenn wir genug Münzen haben, kriegen wir das andere auch noch? Gute Ausrüstung. Ja, ich weiß. Spaß damit. Ja, danke, Mann. So, das andere können wir auch. Ich brauche mich also nicht entscheiden. Wir haben genug Münzen gesammelt. Taktische Schrotflinte. Ich kann dich eigentlich selbst nehmen, aber du bist die mit dem Gold. Ja, Mann. So, fehlt uns noch was. Da geht noch was. Da haben wir noch mehr Münzen für. Granatwerfer. Geil. Unterlauf, Granatwerfer, der Sprenggeschossabfahrt wird automatisch an allen Gewehren angebracht. Ist das nicht cool? Ich glaube, ich habe alles eingesammelt, was der Typ hat. Nein, hier ist doch was. Verfeinerungswerkzeug, Upgrade, Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Und das ist natürlich auch geil. Wenn ich mal noch weiter spiele mit Offline-Modus und genug Münzen noch einsammeln sollte, dann hole ich das natürlich auch. Hier, er ist unser neuer bester Freund. Wir sind Jeanne d'Arc und ich würde sagen, im nächsten Part, liebe Leute, gehen wir ins Finale, oder? Ne? Machen wir doch mal. Wird ja auch langsam mal Zeit. Freue ich mich drauf. Ja, danke fürs Durchhalten und bis dann.